Hallihallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Sekiro Shadows Die Twice. Im letzten Part haben wir den, großen Boss, den Schmetterling, besiegt. Und irgendwie haben wir das innerhalb von einem Part geschafft. 40 Minuten habe ich gebraucht. Ich habe den vorher noch nie getrialt, falls das jemand unterstellen möchte. Und wir gucken jetzt mal, was ich so erwerben kann. Ich habe hier dank dem Sieg dort zwei Fertigkeitsstufen bekommen. Und dann könnten wir hier die Fangzahn und Klinge freischalten. Lässt nach dem Einsatz bestimmter Prothesenmodule gleichzeitige Angriffe mit Modul und Schwert oder einen Folgeangriff für das Modul zu. Geeignete Prothesenmodule ist die geladene Axt. Okay. Das hier habe ich noch nie probiert. Nach dem Einsatz bestimmter ein Sprint nach vorne mit einem Schwertschnitt. Geeignetes Prothesenmodul, geladener Wurfstern, Shinobi-Feuerwerk. Ich habe den Wurfstern gerade nicht. Probieren wir es mal. Ah, hier habe ich noch federgeladenes Feuerwerk. Verbessertes Feuerwerk. Ja moin, dann nehmen wir das doch raus. Das habe ich gar nie gemerkt. Mit Blitz. Jesus. So, das müsste jetzt irgendwie so gehen. Ah, ich glaube, die meinen das. Ja, seht ihr? Der normale Angriff so. Einfach so. Wenn ich jetzt das werfe, mach's in diese Richtung. So. Zack, zack. Das wiederum ist nice. So, rasten wir mal kurz. Dann haben wir wieder 16 von den Geisteremblemen. Dann kann ich das hier noch freischalten. Dann könnte ich, wenn ich die Axt benutze, gleichzeitig einen anderen Angriff machen. Oder hier eine neue Kampfkunst, Nachtschwalbenhieb. Ein drehender Sprungangriff, der die Distanz zum Feind schnell verringern oder vergrößern kann. Die Technik stammt vom Ashina dienenden Nachtschwalben-Clan. Sie verstärken den Schlag durch das Gewicht ihrer großen Wurfsterne. Die Shinobi-Prothese ist ähnlich anwendbar. Oder wir holen uns noch zwei Stufen und dann könnten wir hier mehr Heilung holen. Ich denke, das ist eine gute Idee, wenn wir hier... Es ist zwar riskant, weil ich weiß nicht, ob was für Gegner jetzt kommen und ich dann EP verliere, aber ich kann das auch sehr, sehr gut farmen. Und jetzt können wir hier unsere Erinnerung stellen vom Schmetterling. So, Relikt. Obgleich die Erinnerung weit zurückliegt, stärkt es den Wolf, sie sich wieder zu vergegenwärtigen. Der Phantomschmetterling wurde vom Pflegevater des Wolfs als einer seiner Lehrlinge in Shinobi-Techniken ernannt. Ihre Lehren waren nicht von der sanften Art. Der einzige Weg, Shinobi-Techniken wahrhaft zu verstehen, ist ihr Einsatz im Kampf. Angriffskraft wurde erhöht. Gut. Dir fehlt Tropfen Drachenblut. Das ist natürlich blöd. Da müsste ich wahrscheinlich, das möchte ich jetzt gleich mal probieren. Da muss ich ja jetzt nichts mehr machen, das haben wir gemacht. Nicht zum Ashina Burgtor, sondern hier, das ist das richtige. Umlandmauerpfad zum Tor, ne? Ja. Wir reisen mal dahin und da liegt da der eine, der, wie heißt er schon wieder? Der Sohn von der alten senilen Dame. Wenn ich das im letzten Part richtig verstanden habe, hat es ihn erwischt mit der Drachenfäule. Ne, probieren wir jetzt mal nicht runterspringen und hoffen, er kann sich irgendwo festhalten. So, hier unten durch. Das ist, glaube ich, der einfachste Weg. So. Dann nach oben. Hier oben sollte ja noch der Händler irgendwo sein. Da unten liegt er, der Kollege. So. Ja, ja. Ja, es ist er.
Jetzt ist er gestorben, oder was? Nee. Also, ich muss aber irgendwie eine Probe nehmen. Von seinem Blut. Ui. Du siehst mich nicht. Blöde Affe. Sieht er mich? Ja. Töten wir ihn halt. Ganz einfach. Wenn er das so will, kein Problem. So. Oh, Inosuke. Donata ka wa shiranu ga. Asoko no okata ga zutto seki o shite orareru zo. Ja, dein Sohn. Nani yara shinpai ja no. Ja, aber wie heile ich den denn jetzt? Oh, Dona asoko nani. Kollege. Ha. Weiß nicht, wie ich ihn heilen soll. Wie viel kann ich das benutzen? Ich benutze es jetzt mal. Figur beim maroden Tempel, ja komm. Kann ich das so viel benutzen, wie ich will? Oder ist es jetzt vorbei? Das weiß ich jetzt nicht. Hab diese Statue noch nie benutzt. 23 Parts habe ich dafür gebraucht. Ah ne, ich kann die so viel benutzen, wie ich will. So. Emma? Okami-dono. Nee, ich kann die Leute nicht hier heilen. Ich muss sie an der Statue machen. So. Ja, ich habe kein Drachenblut, ne? Ja, Pech gehabt. Dann, machen wir weiter in der Story. Wir gehen zum Ashina-Burgtor. Dann erklimmen wir mal die Burg. Nachlass verwaltet. Da habe ich erst einen einzigen gefunden von den Typen. So, dele. Können wir das aufmachen? Können wir. Frontal durch. Ja gut, hier steht niemand. Da war ja der andere Boy. Kannst du da nach oben? Kannst du nicht. Ist halt schon eine geile... Oh. Hoppala. So, ja, okay. Oh, was haben wir denn da drüben Schönes? Was haben wir denn da drüben Schönes? Gibt es hier irgendwas? Oder... Ja, den Tod. Ah, das wäre so ein Weg, um alles zu umgehen, ne? Mhm. Ups. Oh, halt dich fest. Ja, danke. Da hat irgendwas Riesiges, habe ich gehört. Ich nehme den frontalen Weg. So. Irgendwas Großes versteckt sich da wahrscheinlich hinter der Tür. Also, ich sehe zwei Gegner total. アシナの国長くはなさそうだの。して、もう一つの任は城の蛇谷の側が黒笠で騒がしいようじゃ。ならば次はそちらよ。だが最新にな、黒笠の無事な生中にはやれぬぞ。Okay.
Ich glaube, die haben etwas, was ich brauchen könnte. Mit dem Schild da. Wow. Ups. Alter. Ich glaube. Oh, das sind drei. Lol. Ja, fuck. Ja, natürlich, da kann ich die Axt noch lange suchen, wenn ich sie nicht ausgerüstet habe. What the fuck? Was ist passiert? Alter, was sind das denn für Gegner? Jetzt habe ich es direkt zweimal benutzt, auch gut. Das sind drei von diesen Gifttypen. Das ist natürlich nicht so geil, ne? Muss ich einen exekutieren? So. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt ungern sterben. Hoppala, das geht nicht so weit. So, wie mache ich das denn jetzt? Geht das so? Ups. Das geht nicht. Gut zu wissen. Oh Mann, ey. Ja, komm. Wenn ich schon hier bin, rasten wir mal kurz. Aber ich möchte das Sterben jetzt wirklich nicht forcieren, wenn ich da die Fertigkeitspunkte sammle. Oder ist der mit dem Gewehr ist halt wieder da. So. Eine Handvoll Asche. So, ich muss zuerst den da drüben erledigen. Du hast nichts gemerkt. So. Jetzt muss ich den, wenn ich einen von denen irgendwie exekutieren kann. Vielleicht so hier durchgehe, dann sieht mich der andere nicht. So. Lol, hallo? Ja, mit der Axt geht's. Das war blöd. Ja, ja, ja. Ach du deinen Scheißen. Boah. Ja, ich kann seine Verteidigung nicht durchbrechen. So, jetzt. Schwarzes Schießpulver, sehr schön. Naja, hat einiges gekostet, ne? Hoppala. Der hat einige Hunde. Ja, da bin ich doch weg. Da bin ich weg. Blöden Köter. Ist durch. Kann er sich nicht halten? Mach keinen Scheiß. Was hat mich da gesehen? Ein Hund? Ja, das geht. So. Wow, wow, wow.
Glück brauchen die jeweils nur einen Hit. Oder? Ja. Jetzt ist nur noch der da. Ja, ich wollte eigentlich so im Sprung drinnen das erledigen, aber... Der Wolf wollte das nicht so richtig. So. Dann... Mache ich das denn jetzt? Wir uns mal so. Wieso kann ich das im Sprung nicht mehr machen? So, wow. Das ist ein Konter. So, sag mal hier. Keramiksplitter. Da ist irgendwas Großes drin. Etwas hat mich gesehen. Alter, was ist das, dieser Knall die ganze Zeit? Ah. Knallst du mit dem Hammer die ganze Zeit auf dem Boden oder was? Ja, macht er. Ah, seiner. Ist hier sonst noch jemand? Nein. Na dann, schlaf gut. Ich weiß halt nicht, hat's noch andere Gegner hier? So. Den haben wir auf jeden Fall erwischt. Oh fuck, da ist noch ein zweiter. Aha. Wow, wow, wow. Machen wir es ganz einfach. Ich bin weg. Mein Freund. Du siehst mich nicht mehr. Hahaha. So, jetzt sucht er mich wieder. Und dann machen wir es ganz einfach. Oder auch nicht. Wow, 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 wow. Alles klar. Dann verbrennen wir ihn halt. Wow. Renn, mein Freund. Oh, das ist ein Todesstoß. Oh. Das tut ja nur schon vom Zusehen weh. Ist halt blöd, muss ich die ganze Zeit meine Aufladungen hier verplempern. Deshalb habe ich wieder nur eine. Können wir mal hier oben gucken, wegen einem Item oder so. Genau. Eisenschrott. Ah, er kann sie einfach mit einem Sprung halten. Ich habe es halt gerne kompliziert. Ja, kompliziert. Also da oben, da ganz oben, da ist dann der Genichiro. Das weiß ich. Was da mit der Brücke passiert ist, das weiß ich allerdings nicht. Oh! Hoppala. Das wollte ich nicht. Oh, ist da noch was? Eine Handvoll Asche. Müsste bitte da hochgehen. Ja, dann halt nicht. So. Da sind nur die zwei Gegner, so wie es aussieht. Dann statten wir ihnen mal einen Besuch ab. ああ、本当にあれを戦に使うつもりかの。ああ、だが仕方なかろうて。アシナは今や存亡の危機。なりふりなど構っておれぬでな。じゃが。ええ、ちゃんとせえ、ちゃんと。そんな風では巻き込まれちまうぞ。一度起これば。
Okay, das klingt nach etwas Bösem. Na dann. Wir hatten ein Gewehr, oder? Ja. Da muss ich keine Angst haben. So. Schlängeln wir uns da mal nach oben. Sieht drin jemand? Nein. Aber ein leichter Geldbeutel ist hier. Mal von der Seite schauen. Okay, hier ist nichts. Hier kommst du auch nicht irgendwie weiter. Du kriegst aber ein Geistemblem. Immer. Was ist denn da unten? Sterbe ich, wenn ich da runterfalle? Oder wo führt das hin? Ah, nee. Nee, da sterbe ich nicht. Ich möchte aber trotzdem da nach. Oh, da sind Items. Hallo. Gatschins Konfekt. Eisenschrott. Oh. Oh, what the fuck? Fuck, fuck, fuck. Die Dinger greifen mich an. Und vergiftet. Alter. Willst du aufhören, Damage zu machen hier? Hallo. Wow. Diesen Gegelmittelpuder benutzen. Jesus. Das kam unerwartet. So, dann immer wieder nach drüben. Da unten sieht es nicht so aus, als wäre ein Item. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Muss jetzt da frontal durchlaufen oder was? Okay, da steht einer. Soll noch einen anderen Weg geben, als da frontal die Bude einzustürzen. Das sieht irgendwie nicht danach aus. Warum geht da so? Oh, das hat grafisch überhaupt nicht logisch ausgesehen, aber es macht nichts. Okay, da kann man nicht rein. Also muss ich frontal in die gute Stube rein. Die Aschina-Burg. Da kann er sich nicht festhalten, der Wolf. Gut. Aber es sieht so aus, als wäre das der einzige hier vorne. Direkt noch ein bisschen Leben regenerieren. Ja. Ist nichts. Oh Gott. Holy shit. Das ist ein Boss. Wow! Das ist ein fucking Boss und ich habe keine Geistembleme mehr. Holy shit. Holy shit. Er tut weh. Großer Boss, oder? Oh, fuck. Meine Güte. Wow, 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 wow. Oh, Gott. Alter, was ist los mit dem Ding? Ja, das hat nichts gebracht. Ha! LOL! Was ist denn mit dem Ding verkehrt?
es bringt nichts, das Springen. Alter. Wenigstens kann ich hier das Ausweichen ein bisschen trainieren. Ja, habe ich gut trainiert. Alter, was ist denn los mit dem Ding? Scheiße, Mann. Also ich beende jetzt den Part auf jeden Fall, weil dann haben wir im nächsten Part schon wieder einen Bossfight. Ich weiß nicht, ob das ein großer Boss ist oder ein Miniboss. Ich denke, das ist ein großer Boss, weil bei einem Miniboss würde es nicht die Tür hinter mir verschließen. Fucking hell. Naja, gut, dann, was ich noch gucken möchte, vielleicht kann ich aber da rechts hochgehen. Das interessiert mich jetzt. Was ist da rechts oben? Ne, wisst ihr was? Das machen wir morgen. Ein bisschen die Spannung aufrechterhalten. Ja, das, war's für heute. Okay, das Spiel hat gerade keinen Bock. Danke dafür. Dann ist gerade gut, beende ich im Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.